Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Ich decke erstmal meinen Tee, damit er nicht zu kalt wird, während ich spiele. Und ja, ich bin nicht zufrieden mit meinen neuen Spielern. Mit keinem bin ich wirklich zufrieden, auch wenn jetzt Robben und Insigne einen Scorerpunkt produziert haben. Weil, ja, sie einfach nicht das zeigen, was ich erwartet hätte von ihnen. Aber Robben hat jetzt sein letztes Spiel, genau wie Kruse, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Krasses Team. Auch wieder mal einen passenden Foot Champion gezogen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe genau den gleichen gezogen, glaube ich. Aber es lohnt sich halt nicht, um den jetzt ein Team aufzubauen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, dass wenn ich Robben verkaufe und ich doch wieder Bellarabi nehmen sollte, dass ich mir dann vielleicht mal Handanovic leiste für die KSJA-Mannschaft, aber so weit sind wir noch lange nicht. Erstmal konzentrieren wir uns. Oh verdammt, ich glaube, ich habe wieder einen leichten Wackelkontakt auf dem Ohr. Ich glaube, es ist mehr auf links als auf rechts. Ah, da fahre ich antizipiert, zum Glück. Ja, war ein bisschen Pech. Ja, jetzt konzentrieren, nicht aufregen und verdient gewinnen. Jedoch recht aggro auf den ballführenden Spieler drauf, der Gegner bisher. Endlich mal ein schönes Tor von Kruse. Es wurde aber auch Zeit. Meine Fresse, jetzt versuche ich mal irgendwie den Backkontakt zu lösen. War sehr unplatziert geschossen, aber hat das Glück, dass er trotzdem reingeht. Na, ich muss mal pausieren, das geht mir gerade auf den Sack hier. Jetzt passt, na also. Also, ich nehme auch alle Tore von Kruse logischerweise. Es müssen ja nicht immer schwierige oder komplizierte Tore sein. Es kann auch mal ein glückliches sein, Hauptsache ein Scorerpunkt. Ja, da haben wir sie die ganze Zeit abgedeckt, sodass eigentlich nur noch auf den Distanzschuss gehen konnte. Und der war dann zum Glück haltbar von Kradecki. Nein, ach. Das Problem war, der Ball kam nur zur Ribéry, weil Schmelzer den Ball nicht kontrollieren konnte und ich wollte aber zur Ribéry direkt passen. Und dann war halt, weil Schmelzer nicht gepasst hat, die Passeingabe, die ich für Schmelzer geplant hatte, noch drin und dann hat Ribéry gepasst, obwohl er halt nicht passen sollte. Da dachte ich echt, der geht rein, Glück gehabt. Stellungsfehler ausgenutzt. Und nochmal Stellungsfehler. Ah, vertribbelt, schade. Macht er gut. Ja, hat er gut gemacht. Im 1 gegen 1 hat er leider gut gemacht. Ich habe es nicht geschafft, das zu verteidigen. Verdientes 1-1. Schade. War leider viel zu simpel für den Gegner, dieses Tor. Aber 1 gegen 1 ist halt schwer zu verteidigen. Eigentlich hat er schlecht antizipiert und trotzdem kriegt er den Ball. Konzentrieren wir uns, machen noch ein Tor.
Doppelpack Kruse. Okay. Gerne. So darf das laufen. Mal gucken, hat er den unten drüber geschossen oder wie hat er das gemacht? Ne, er hat ihn vorbeigeschossen am Torhüter. Okay. Der Torhüter ist ein Tick zu zeitig runtergegangen, würde ich sagen. Nice. Doppelpack Kruse. So kann es gerne weitergehen. Hatte ich jetzt logischerweise mindestens ein weiteres Spieltest verspielt, vielleicht sogar noch mehr. Oh, schlecht verteidigt vom Gegner. Noch ein Stellungsfehler. Krasses Tor von Ribéry. Krasses Tor. In dem Moment, wo ich abgeschlossen habe, habe ich gedacht, eigentlich hätte es vielleicht doch lieber reinpassen sollen, weil der Winkel ist ja ultra krass schwer. Na, macht ihn halt trotzdem. Oh mein Gott. Und ich drehe erstmal die Heizung runter, weil ich merke, es wird sonst viel zu warm. Das muss ich mir direkt nochmal anschauen. Ach du Scheiße. Ich dachte echt, da geht nicht rein. Ne? Und der geht im Pfosten rein. Nice. Sehr geiles Tor. Sehr, sehr geiles Tor. Kann man nicht anders sagen. Aber gut, mit Ribéry war er sowieso zufrieden und der war eh besser als Zuber. Obwohl ich gerne einen Inform Ribéry haben würde, damit er halt einen besseren Abschluss hat und so. Und vor allem auch mehr Ausdauer. Scheiße. Ah, hat Glück gehabt. Ja, abseits, was mache ich denn? Ich hätte mit Werner weiter rennen sollen, aber ich war verwirrt, weil der Ball irgendwie ganz komisch bei Werner da abgeprallt ist. So, jetzt muss eigentlich nur noch Robben mal ein Tor machen. Oder halt einen Scorerpunkt, damit er auch noch weiter bleiben darf, aber wie gesagt, bei Robben habe ich eigentlich wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Es geht mir so auf den Sack, ich habe den so oft getestet und in keinem FIFA klappt der für mich. Oh, ich würde den so gerne spielen. Ich habe, glaube ich, einmal sogar die Info gehabt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, einmal habe ich die Info getestet. Das hat Kruse auch geil gemacht. Also ohne Scheiß. Kruse macht gerade ein überragendes Spiel. Was mache ich denn? Warum mache ich denn so einen dummen Einwurf? Aufpassen, dass meine Konzentration jetzt hier nicht nachlässt. Schade, der Laufpass war zu weit. Wollte natürlich auch, ich weiß gerade nicht, was da los ist, wollte gerade auf Werner passen. Aber ich glaube, ich habe wirklich scheiße gezielt. Schön gemacht mit Ginter. Oh, Kimmich hat sich verletzt. Hoffentlich nichts Ernstes. Schwach. Gegner ist, glaube ich, jetzt mittlerweile angepisst. Schade. Eigentlich gut gemacht mit Goretzka, haben wir ein bisschen Pech. Ich habe schon gedacht, er macht jetzt den Distanzschuss. Jetzt. Oh nein! Der funktioniert auch noch! Okay, wir rennen beim nächsten Mal auch in die Kamera, das scheint er zu mögen. Fuck, was für ein Ding, ey. Das kann man natürlich. Also ich denke, wir haben es gut verteidigt. Weil selbst für einen Distanzschuss war das keine gute Situation. Guckt euch das an. Aus dem Winkel, also der Entfernung, das ist einfach krass. Er muss halt schräg schießen, es ist halt schwer, er kann nicht einfach gerade schießen. Also krass, 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 krass. Schade, dass wir dadurch jetzt unseren 2-Tore-Punkt verloren haben, weil jetzt ist das Spiel natürlich wieder deutlich spannender. Gegner hat zwar häufiger geschossen, aber waren auch nicht so die Qualitätsabschlüsse, wie wir das hatten. Sein erstes Tor war natürlich gut, also das war eine gute Chance. Du
Problem ist, er war, glaube ich, gerade dabei, so ein bisschen angepisst zu werden. Und es ist natürlich wieder weg, dadurch, dass er den Anschluss macht. Was? Da war jemand dran? Wer denn? Hab ich gar nicht gesehen. Wo kommt denn da nicht Werner angerannt? Verdammt. Ich glaube, Kimmich ist nicht mehr verletzt. Eine Grätsche von Robben. Robben ist defensiv besser als gedacht, aber man kann mir nicht kaufen. Ich will eigentlich, dass er vor allem auch offensiv was macht. Zu langsamer Laufpass von Schmelzer. Ich schaffe es zwar immer geil, den Ball rauszuholen, aber wir müssen auch mal wieder einen Angriff hinbekommen. Aber Glück. Niang. Ach nee, Quatsch, Yang. Im ersten Blick gedacht wäre Niang. Ich wollte schon sagen, der passt da gar nicht ins Team rein. Mann, was ist denn mit meinem Gesicht los, verdammt? Ich bin so blöd und hässlich. Ich suche gerade ein bisschen vom Monitor wegzurücken, um bessere Übersicht zu bekommen, weil der Pass hat mir gar nicht gefallen, der mit Ribéry macht. Den muss er doch machen! Was ist denn los? Meine Fresse! Und Robben fliegt nach dem Spiel. Was war's? Ich werde dann auch direkt auf die Transferliste setzen, wenn ich die Kohle schnell habe. Schön mit Kulisse, sehr wichtig. Oh, ich dachte, ich komme dann vorbei. Ich mache auch zu viele Risiko, lange Pässe, das ist dumm. Jetzt ist der Gegner wieder angepisst, das ist gut.
War kein Foul, aber nehme ich gerne mit. Was? Oh mein Gott, der pfeift ja echt jeden Scheiß. Aber okay, das andere war halt auch kein Foul. Ah, nee, hat den eingewechselt? Oh, krass, dass er den festhält. Da hätte ich gedacht, den faustet er nur. Nice, jetzt gehen wir natürlich auf Zeit spielen. Ja, es ist perfekt ein Zeitspiel auf jeden Fall, was ich gerade mache. Ja, mit Catcher? Nee, doch nicht. Und jetzt geht's nochmal schön in die Kamera, das hat ihm so gefallen. Letzte war zwar ein geschenktes Tor, aber trotzdem kein zu leichter Abschluss für Werner. Ich denke, es ist insgesamt trotzdem ein verdienter Sieg auf jeden Fall, weil dieser Anschlusstreffer halt auch dieser krasse Distanztreffer ist, der einfach nicht wirklich rausgespielt war, wo wir eigentlich gut verteidigt haben. Ich denke sogar, durch diese zwei Tore Vorsprung gehen in Ordnung, aber trotzdem habe ich hier in dem Spiel wieder Sachen gucken lassen, Fehler gemacht. Das ist unglaublich. Wieder nicht Maximum gezeigt. So, Robben fliegt. Ich werde jetzt auch direkt auf die Transferliste setzen. Ach, das ärgert mich so sehr, weil ich so gerne mit Robben spielen würde. Aber er fühlt sich weder geil an, hat ein geiles Dribbling, okay, aber es ist einfach nicht mein Spieltyp. Ich komme damit nicht klar. Torvorlagen, dreimal Werner, okay, da macht also mal vier Scorerpunkte und Kruse macht zwei und Ribéry macht ein Tor. Nussi hat eine Vorlage gemacht, schön, dass Kruse wenigstens zwei Scorerpunkte macht. Aber halt auch wieder keine Vorlage, also ich sag ja, vielleicht ist er wirklich der bessere Stürmer, aber ich glaube nicht, dass er besser als Werner ist, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe gerade keine Lust, ihn als Stürmer zu testen, also ich kann ihn ja... Auch falls ich ihn dann doch als ZDM nicht nehme, werde ich wahrscheinlich erstmal im Verein lassen. Dann kann ich ihn ja vielleicht irgendwann, wenn ich Bock habe, ihn mal als Stürmer testen. Aber jetzt gerade, es ist halt auch irgendwann, ist man es leid einfach zu testen, weil ich einfach gerne ein stabiles Team habe und am liebsten immer nur einen Spieler auf einmal teste pro Team. Ach, Kimmich ist wirklich verletzt. Hat denn Oberkörper eine Partie. Ah, und Ribéry, den geben wir direkt einen Vertrag. Das war's leider, Ribéry. Tut mir, Ribéry, sorry. Ich meine natürlich Robben. Kann ich nicht gebrauchen in dem Zustand. Was haben wir bezahlt? 86,5. Vielleicht haben wir sogar Glück und er ist ein bisschen mehr wert zurzeit. 89,5, 86. Na, ist er nicht. Schade. Gucken wir, was der billigste ist. Boah, es gibt echt nur einen für 86. Scheiße, Mann. Ah, 86. Da verkaufe ich ihn für. Ich stelle ihn rein für 85. Das stört mich jetzt auch nicht. Darum geht es mir auch nicht. Aber jetzt da. Ein paar Coins Verlust macht, die mache ich sowieso, weil man ja immer 5% verliert vom Preis, den man bekommt. Deswegen hätte ich so oder so Verlust gemacht. Das ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, das war mir wert, ihn mal getestet zu haben. Und, oh, wie hieß denn? Jarmolenko heißt der, genau. Jarmolenko heißt der andere. Ich will mal gucken, was der kostet. Aber der ist, glaube ich, scheiße teuer. Der ist, glaube ich, viel teurer als Robben. Und ist, weiß ich nicht, ein 84er Inform oder so. Und hat halt auch nur zwei Sterne auf dem Schwachen. Also es könnte ähnlich sein vom Spielertyp her. What? Okay, sorry, ich habe mich komplett geirrt. Und dann werden wir ihn wohl mal testen. Weil er hat auch die besseren physischen Werte. Wir gucken, was er generell für Attribute hat. Ja, da braucht er auf jeden Fall einen Pace Boost.
Ich guck noch mal, der hatte nur zwei Sterne auf dem Schwachen und war, ja, Linksfuß, genau. Stellungsspiel, Abschluss, Schusskraft, Fernschüsse 88, sehr, sehr geil. Übersicht, Flanken, oh, hat auch einen guten Flankenwert, guter kurzer Pass, langer Pass ist auch okay. Er sollte sogar besser als Robben sein, Beweglichkeit, die Reaktion, Ballkontrolle 90, Dribbling 92. Noch nie gesehen in einem gegnerischen Team. Ach doch, ich glaube, einmal habe ich ihn gehabt. Also habe ich ihn gesehen. Ausdauer 85, Stärke 80. Er ist eigentlich ein, also ich würde sogar sagen, er ist besser als Ribéry von den Werten her. Er ist auch sehr groß, sehe ich gerade. 1,89. Ja, dann werden wir den dann kaufen, sobald wir Robben verkauft haben. Was ist denn hier das Billigste? 86,5 habe ich gerade gesehen. Wir brauchen. Ich mach mal 90.000. Oh, das ist natürlich ein kleiner Schnapper, aber ich habe die Kohle gerade nicht. Und das kann natürlich schon ein bisschen dauern. So ein Robben, der ist jetzt zwar 1000, ist jetzt zwar der billigste auf dem Markt mit 1000 weniger, aber es kann natürlich ein bisschen dauern, bis der verkauft ist. Egal. Solange würde ich jetzt erstmal mit Bellarabi weiterspielen. Aber der hat jetzt auch keine krassen Scorerpunkte. 10 Spiele, 2 Tore. Ja, das ist eigentlich sogar ziemlich scheiße, fällt mir gerade so auf. Ich glaube aber, ich gebe ihm auch noch ein Spiel mindestens. Falls wir jetzt nicht irgendwie Robben verkauft haben nach dem Spiel und dann jemand anderes nehmen. So, Insigne, letzte Chance. Ansonsten, ach was, warum wechsle ich denn das Team? Ansonsten ist der halt auch einfach viel wert. Das ist auch so ein Spieler, wo ich sage, wir haben schon den Glory El-Shaarawy, der halt auch im Preis steigen wird. Warum sollte ich da jetzt Insigne auf Krampf quasi behalten? Von daher. Schauen wir mal. Und Glory El-Shaarawy hat ja in letzter Zeit geklappt. Oh, krass, wir spielen Calcio A und der Gegner auch mal und ist nicht umgedreht. So, der hat natürlich ein sehr krasses Team. Infom Immobile, Icardi, Ghoulam, Lichtsteiner und Brozovic und dann diesen Costa. Ich habe mir den Namen gemerkt. Costa als ZOM, 90er Costa. Ich muss echt mal gucken, was er kostet. Ohne Scheiß. Es kann natürlich sein, dass der eine Squad-Building-Challenge ist. Also, dass man den über eine Squad-Building-Challenge bekommt und die halt alle machen und deswegen den so viele haben. Und die Squad-Building-Challenge vielleicht nur 200.000 kostet oder so. Das weiß ich nicht. Glück gehabt, der hätte schon 1-0 stehen können für den Gegner und das war, glaube ich, auch direkt kostbar. Glück. Wir haben mal Glück. Nochmal Glück. Nochmal Glück. Okay, also es tut mir echt schon leid von den Gegnern. Wie viel Glück wir hier haben. Ja, es wäre jetzt eigentlich der grüne Abschluss gewesen, wenn wir jetzt noch mit einem abgefälschten Ball ein Tor schießen. Na, das war dann leider doch nicht so. Schade. Ich habe alles probiert, am Ende sogar noch eine Grätsche ausgepackt, aber es war auch ein bisschen glücklich, wie der Ball bei ihm landet. Leider war es bei uns nicht so, dass wir im Strafraum das Glück hatten. Egal.
Ist erst ein 1-0, ist noch nichts passiert. Oh, da hat jetzt das Glück gefehlt. Oh, jetzt fahren wir aber auch die ganze Zeit am Ball schon wieder, okay. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit anscheinend. Elfmeter! Oh, es gibt keinen, Mann, das kotzt mich an! Wenn dieser Mertens hinfällt, oh, muss da auch mal einen Foul geben! Oh nein, ich hatte einen Ball, ich hätte nur gerade ausgehen müssen, aber ich wusste natürlich nicht. Ah, es läuft gerade ganz gut. Kedira brauchen wir gar nicht anfangen. Oder vielleicht doch. So geil gespielt, so geil geschossen, aber unglaublich Buffon. Aber wir müssen eigentlich Buffon auch mal uns diese Saison kaufen, weil er hört nächste Saison auf, soweit ich weiß. Dass wir den mal noch mal spielen, bevor er dann aufhört. Aber Buffon wird auf jeden Fall auch eine Legendenkarte bekommen. Ich meine, einer der legendärsten Torhüter, die es bisher gibt, oder die es bisher je gab, würde ich sagen, definitiv, gerade weil, definitiv der konstanteste Torhüter von den Leistungen her. Er ist nicht mehr der beste Torhüter der Welt, aber er ist noch auf so einem Weltklasse-Niveau in dem Alter, das ist so krass, der könnte wahrscheinlich noch 5 Jahre auf dem Niveau weiterspielen. So, schauen wir nochmal, Formation, okay, ist so geblieben. Und im Moment, 4-3-1-2, hat er nicht ein 4-1-2-1-2? Dieses 4-3-1-2 sieht man in letzter Zeit häufiger. Ist das irgendwie eine neue Geheimtaktik oder was ist da los? Oder eine neue Geheimformation, besser gesagt. Sehr schön gemacht mit Lichtsteiner.
Elfmeter. Na also diesmal aber auf jeden Fall. Meine Herren. Konzentrieren, das Ding reinmachen. Es war wahrscheinlich auch wieder kein Elfmeter, aber egal. Die Summe macht's. Reden wir nicht drüber, dass ich den verschossen habe. War nicht wirklich krass geschossen, hat leider die richtige Ecke gehabt. Jetzt war es aber einfach zu gut rausgespielt, Freunde. Wir brauchen keinen Elfmeter, wir machen es einfach ohne. Das finde ich auch geil, wenn er so wegrennt vor den Kameraden, die jubeln wollen. Nice und absolut verdient. Schade, dass wir den Elfmeter nicht gemacht haben, aber das war natürlich schön rausgespielt. Hat auch Probleme auf jeden Fall um den Strafraum herum, was die Abwehr angeht. Finde ich gut. Aber da schaffen wir es vielleicht hier noch, das Ding zu drehen. Ja, hat auch nicht wirklich oft geschossen im Vergleich zu uns. Aber immerhin haben wir den Elfmeter nicht verschossen. Das ist mir erstmal wichtiger, als dass wir da super platziert schießen. Natürlich ist es immer geil, wenn man ihn unhaltbar schießt, aber wenn der Gegner in die andere Ecke springt, ist halt auch egal. Naja, schwache Flanke. War auch, denke ich, keine wirklich gute Idee. Aber ich kenne das. Man hat dann einfach häufig keine andere Möglichkeit. Gut gemacht. Keine Ahnung, wo der Pass hingeht. Also da war nicht dahin geplant. Geiler Pass. Wusste nicht, dass er so frei liegen wird. Und das war ein straffer Pass, die kurze Entfernung. Oh, wenn wir da wieder hinfallen. Gibt es vielleicht noch einen Elfmeter? Da wüsste ich echt nicht, wo ich hinschießen soll. Ich glaube, ich würde dann einfach nochmal nach rechts schießen. Wir hatten ihn schon. Oh, zum Glück. Schwacher Abschluss. Sah auch aus wie geschlänzt. Da habe ich gerade nicht gerechnet. Die war noch schlechter als die vorhergehende Flanke.
Ich meine, auf Insigne passen. War wahrscheinlich nicht straff genug der Pass. Ja, es war natürlich kein Rückpass. War so alles nicht geplant. Glück gehabt. Leider kommen wir nicht mehr so geil durch wie am Anfang. Aber wir bringen erstmal neue Power rein. Gegen den würde ich auf jeden Fall noch ungern ins Elfmeterschießen gehen. Sage ich jetzt schon mal, weil wir jetzt in die Verlängerung kommen. Bald. Bräuchten erstmal noch ein Tor. Oh, jetzt war noch jemand dran. Mein Gott. Gar nicht gemerkt, wo der Ball ist. War ganz merkwürdig. Ich glaube, das ist ein Einwurf. Boah. Okay, Verlängerung, dann gehen wir mal ins Defensive. Haben wir in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so dominant gespielt wie der ersten? Aber egal, wir machen jetzt unser Tor. Ah, Elfmeterschießen wäre echt blöd, nachdem wir schon einen verschossen haben. Aber egal, konzentrieren wir uns jetzt auf dieses Spiel und nicht auf das Elfmeterschießen. Schade. Doppelt schade. Muss ich riskieren?
Oh, das war ein normaler Pass. Mit Immobile hinten rumrennt. Verdammt! Oh, krass, wie sich Mertens da mit dem Körper durchsetzt. Ich hab's probiert. Mal einen Schluck trinken. War bestimmt sehr anstrengend für Gegner zu verteidigen, ohne Ballbesitz die ganze Zeit. Gehabt. Hat Origi eingewechselt. Das ist ja interessant. Sandrini läuft nicht gut. Verteidigt viel besser als am Anfang. Klarer Pass. Glück gehabt, aber war auch wieder total beschissen von meinem Außenverteidiger Lichtsteiner gespielt, weil er halt einfach komplett dumm weggeht. Ich habe kein gutes Gefühl, was das Elfmeterschießen angeht. Ich will mich jetzt schon durch hinschießen beim ersten Mal. Oh, Mist, Mist, Mist.
Was, haben echt gewonnen. Und ja, würde sagen, auch verdient. Der Gegner hat einen verschossen. Klar, wir haben ein bisschen Glück, als unserer an den Pfosten geht und rein, aber einmal die richtige Ecke antizipiert und gehalten. Er auch einmal an der richtigen Ecke, aber halt unten, wir haben unten drunter geschossen. Und ja, er verschießt halt einen. Das ist halt immer das, denke ich, meiner Meinung nach das Wichtigste. Man darf keinen verschießen. Und wir gewinnen. Krasses Spiel, sehr intensives Spiel. Das Elfmeterschießen gewinnen wir verdient. Das vorher, dass es da unentschieden stand, war, denke ich, dann auch verdient. Wir haben zwar in der ersten Hälfte besser gespielt, aber dann in der zweiten Hälfte nicht mehr viel gezeigt. Tore 1 Mertens. Vorlagen, Insigne. Oh, Insigne, come on. Ich wusste es, Knoten geplatzt oder was? Sehr schön. Zeigt wieder was. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil, wie gesagt, es macht halt eigentlich keinen Sinn, mit Sharawi weiterzuspielen. Aber es ist halt auch so, dass Insigne deutlich teurer ist. Was hat er gekostet? 100.000. Mittlerweile wird er leider nicht mehr so viel wert sein. Ach du Scheiße, was? Der ist auf 76.000 gefallen. Das ist halt der Preis, den man bezahlt, wenn man so einen Spieler voller Weekend League sich kaufen will. Alter, das ist dann auch so krass fällt, hätte ich nicht gedacht. Das sind ja 30.000 Verlust, die ich mit ihm mache. Oh, Scheiße. Oh, das ist ja bitter. Das ist ja echt bitter. Aber wie gesagt, logischerweise will man ja dann immer zur Weekend League spielen und nicht danach. Naja, was soll's, kann man nichts machen. Gebe ihm erstmal nur ein paar kleine Verträge, da ich noch nicht weiß, wie lange ich ihn spiele. Ach ja, ich bin gespannt, ob Robben verkauft wurde. So, ein Signer hat jetzt mindestens wieder ein Spiel bekommen. 2 Scorerpunkte in 7 Spielen. Nee, Robben ist noch nicht verkauft worden. Warum denn nicht? Er ist doch der Billigste. Aber ich will ihn jetzt auch nicht unter Preis reinsetzen, nur damit ich ihn ganz schnell verkauft bekomme. Das macht ja keinen Sinn. Tja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und ich bin gerade am Überlegen, habe ich eigentlich Pulisic noch im Team? Im Verein oder habe ich den verkauft? Aber ich glaube halt, ich würde erstmal El Sharawi testen, nochmal. Na, ich habe Pulisic noch. Was hat denn der jetzt für Werte? 22 Spiele, 5 Scorerpunkte. Was ist denn das für ein... Ich will mal gucken, was das für ein... 5 durch 22... 0,22, okay. Und was hatte was hatte Bellarabi? Das müsste ja genau 0,2 sein. Ja. Also ich wäre erstmal Bellarabi nochmal testen. Hat jetzt auch noch nicht so viele Spiele. Und vom Gefühl her ist er eigentlich ganz cool. Ansonsten muss ich halt wirklich mir dann wieder Origi kaufen. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Hat einfach deutlich bessere Scorer-Punkte-Werte. Und war jetzt auch nicht so, dass er sich komplett scheiße angefühlt hat. In diesem Sinne, der bekommt erstmal einen Vertrag. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.